Ja, hier ist ja nichts. Ne? Ein Glühwein vielleicht noch. Und dann sind ungefähr mit Glühwein so 20, 25 Euro, also 50 Mark weg. Schade, wenn es nach 10 Minuten vorbei ist. Herzlich willkommen bei der Westdeutschen Zeitung. Mein Name ist Alexandra Dolinski, ich bin Reporterin und ich bin heute hier auf dem Elberfelder Weihnachtsmarkt, um mit den Wuppertalern über den Weihnachtsmarkt zu sprechen. Ja, sehr bescheiden, weil alles fehlt. Also ich kann mich erinnern, letztes Jahr war hier noch ein schöner Glühweinstand mit Überdachung. Das ist der bescheidene Rest. Ich denke, die Stadt Wuppertal macht da einen großen Fehler, weil die Leute jetzt auswärts ihr Geld ausgeben. Sehr klein. Die da sind, kennt man auf jeden Fall. Das sind die jedes Jahr da sind. Aber es fehlt halt. Ein bisschen mickrig, weil das sich so sehr auf die Stadt verteilt. Ein richtiger Weihnachtsmarkt ist das ja nicht. Was ich ganz gerne mag, ist dieser Mittelalter-Weihnachtsmarkt. Aber auf den Rest kann ich gut verzichten. Zufrieden bin ich nicht. Also die Zahlen könnten definitiv besser sein. Also wir hatten mehr erhofft, gerade hier am Bahnhof, aber bisher haben wir noch zu wenig Kunden. Dazu kann ich dann wenig sagen, außer dass das Karussell auch teurer geworden ist. Die Einzelfahrt kostet 3 Euro. Das ist schon relativ viel dafür, dass sie im Grunde 5 Mal im Kreis fahren. Ich sag mal so, der Glühwein 4 Euro ist für meine Verhältnisse etwas zu teuer. 3,50 würde reichen, weil alle anderen verkaufen mit 3,50. Alle Essgegenstände waren für mich meines Erachtens alle so 1 Euro zu teuer. Pommes 4 Euro für eine Portion ist gewöhnungsbedürftig. Ne? Ich finde es vollkommen akzeptabel. Also es ist teilweise, das Essen ist ein bisschen teurer wie letztes Jahr. Wir sind zum Beispiel genauso, also wir haben unsere Preise überhaupt nicht erhöht im Vergleich zu letztem Jahr. Finde ich vollkommen in Ordnung. Das ist angebracht, das ist eigentlich überall so. Deshalb ist es nicht besonders teuer. Ich finde, das ist okay. Ja, das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Aus dem einfachen Grunde, weil die Energiekosten so hoch sind, dass ich fest davon überzeugt bin, dass also weniger verzehrt wird. Nee, ich bin ja Rentner, ich überlege immer, wie ich das Geld am besten anlegen kann. Das ist richtig, ja. Das muss ich machen, weil so viel habe ich nicht davon. Dafür gehe ich jetzt nebenbei arbeiten, damit ich das alles so stemmen kann. Auch nicht unbedingt, also irgendwie gehört es dann doch dazu, aber es ist jetzt, genau. Ich muss es nicht unbedingt haben, aber die Kinder mögen es natürlich gerne. Weniger, weil ich am Abnehmen bin. Genau, es hat ja einfach nicht stattgefunden, aber weniger oder mehr will ich jetzt auch nicht sagen. Nee, immer mal wieder. Nee, ich denke, das hält sich gleich, ne? Ja, ja. Also wir gehen, aber eben genauso viel, genauso wenig wie sonst auch. Eigentlich gleichbleibend. Ich bin nie so ein großartiger Weihnachtsmarktgänger. Am Anfang weniger, zum Schluss mehr. Weil dann wieder der Erste war, dann habe ich wieder Geld.